Du bist auf der Suche nach einem veganen Parfüm, das du sehr leicht bekommen kannst. Larif gibt es in fast jeder Drogerie und wie ich Cash finde, das sage ich dir nach dem Intro. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die kleine Coco und wir sprechen heute über Parfum. Ich möchte hier so einen kleinen Guide machen mit veganen, tierversuchsfreien Parfums, die natürlich für alle anderen auch vielleicht interessant sind, weil das gleichzeitig immer Duftzwillinge sind. Hier haben wir Lady Millionaire von Paco Rabanne. Hätte jetzt nicht gedacht, dass ich Paco Rabanne ganz gut finde. Ich glaube, ich habe im Original auch mal gerochen und ich fand es nicht so toll. Aber ich kann mich daran nicht mehr so wirklich dran erinnern. Ich kaufe mir diese Parfums immer nicht anhand dessen, dass da irgendwie ein Duftzwilling dahinter steckt. Das habe ich erst so im Nachhinein erfahren. Wie schon erwähnt, ich möchte hier so einen kleinen Guide mit Parfums machen, weil das halt einfach gar nicht so einfach ist. Vegane Parfums gibt es zahlreiche. Es gibt auch inzwischen welche mit einer Kennzeichnung, die eben zum Beispiel die veganen Blume drauf haben, die aber jetzt beispielsweise irgendwie eine schlechte Firma im Hintergrund haben, wie Palmolive beispielsweise. Ich habe vor kurzem meiner Mutter ein Parfum gekauft, das eben vegan gekennzeichnet ist. Ich war Feuer und Flamme für das Parfum. Als ich dann aber gelesen habe, dass das eben von Palmolive vermarktet wird, ist dann wieder irgendwie schade. Ne? Vegan ist nicht gleich vegan, man möchte ja auch so ein bisschen die Ethik wahren. Du findest unter dem i, wenn du da guckst, ein weiteres Parfum von Larif, vielleicht ist das ja was für dich. Bei Cash for Woman, das muss ich auch noch dazu sagen, weil es gibt auch ein Cash for Man, ist es so, die Haltbarkeit ist dann nicht ganz so gut. Ich habe wieder bei Parfumo geguckt und ich kann ja nicht immer nur von mir sagen, das ist so und so und so. Weil das ist von Mensch zu Mensch einfach unterschiedlich. Das hat was mit Schweiß zu tun, das hat was mit Körperwärme zu tun, etc. etc. Ein Parfüm bei dir halt eben nicht so lange hält, dann können so Faktoren eben mit reinspielen. Das hält anscheinend generell nicht so gut. Das habe ich auch schon beim Kauf gemerkt und ich habe mir das Anfang dieses Jahres gekauft und es ist auch schon halb leer. Also ich bin da nicht so wirklich verschwenderisch, was das betrifft, aber das verwende ich mehr oder minder wie so ein Bodyspray. Also jetzt kommt was Blödes, man kann es schichten. Jetzt rieche ich ganz stark danach, nachdem ich mich, glaube ich, jetzt zwei oder dreimal damit eingesprüht habe. Das mache ich meistens vor Videos, wenn ich über so einen Duft spreche, damit ich noch so ein bisschen nachriechen kann. Und jetzt rieche ich tatsächlich danach. Wenn ich es nur einmal auftrage und das recht sparsam, dann riecht es eigentlich fast gar nicht. Vorher hatte der Flakon noch so eine Schleife, das haben sie anscheinend weggelassen inzwischen. Die Verpackung kommt ja recht 90er-Jahre mäßig daher. Also es ähnelt schon dem Duftzwilling Paco Rabanne, also der Mutter des Dufts sozusagen. Aber es ist trotzdem wieder extrem hässlich. Also bei mir war es am Anfang so, dass ich die Larif-Sachen immer stehen habe lassen. Zum einen, weil sie mir von außen einfach nicht gefallen haben, weil das ist alles andere als schön. Und dann ist es halt nun mal so, dass der Duft im ersten Moment komplett versagt. Das hat Larif im Allgemeinen, dass wenn du das aufsprühst, eigentlich nur Alkohol gerochen wird. Das finde ich halt schade. Der entwickelt sich halt, oder allgemein die Düfte von Larif entwickeln sich halt nicht so gut wie jetzt ein hochwertiges Parfüm. Wäre ja auch irgendwie seltsam, wenn das bei beiden Qualitäten irgendwie gleich wäre. So ein hochwertiges Parfüm kostet zwischen 30 und 50 Euro eine kleine Flasche und das hat hier halt 6 Euro gekostet. Und das ist halt schon ein Unterschied. Ich will euch gerne wieder erzählen, was Parfumo sagt, wo die Herz, die Kopf und die Basisnote ist. Kopfnote, Neroli, zitrische Note, die rieche ich. Die rieche ich lustigerweise gleich am Anfang. Und die Himbeere rieche ich gar nicht. Für mich war dieser Duft generell immer ein bisschen holzig. Die Herznote ist Jasmin, Orange und Gardenie. Die Orange rieche ich überhaupt nicht raus. Null. Und dann kommt in der Basisnote Patchouli, weißer Honig und Amber.
Und bei Amber darfst du nicht erschrocken sein, da ist kein Amber drin. Amber ist teuer. Das ist niemals in so einem Parfüm drin. Es riecht nur danach. Also man kann mit verschiedenen Inhaltsstoffen dieses Amber halt nachahmen, genauso wie den weißen Honig. Und ja, also es ist nicht mein Lieblingsduft, weil eben ich bei den Larif-Parfümen immer so ein bisschen. Ja, es ist halt ein bisschen schwierig, wenn du in einen Laden gehst, den Duft ausprobierst und der halt im ersten Moment gar nicht gut riecht. Und ich brauche da immer eine Weile. Also ich sprühe mir die immer auf so ein Plättchen auf und schreibe mir dann meistens auch immer auf, was das für ein Duft ist. Und gehe dann nach Hause und entdecke dann meistens immer erst zu Hause, dass der Duft eigentlich ganz gut riecht. Beim Laden kannst du das schlicht und ergreifend nicht kommentieren. Durch das, dass ich den Duft sehr holzig wahrnehme und da liegt meine Meinung mit Parfumo irgendwie überein, ich werde euch auf jeden Fall mal unten in der Infobox das rein verlinken, also die Beschreibung, und da kann man ziemlich viel auch rausholen, was die Mehrheit beispielsweise denkt, für welche Jahreszeit der Duft geeignet ist. Und ich finde auch, er ist nicht für den Sommer geeignet. Ich habe den jetzt die ganze Zeit so ein bisschen aufgetragen, weil ich eben den besprechen wollte mit euch, um halt auch ein bisschen was zu erzählen. Aber generell würde ich den Duft nicht als sommerlichen Duft beschreiben, eher so in die Herbst-Winter-Richtung. Winter ist er vielleicht wieder ein bisschen zu soft, aber es ist mehr so in der Richtung, dass ich das halt in die Ecke geben würde, weil man eben so eine holzige Note wahrnimmt. Ich bin jemand, ich mag eher pudrige Düfte. Das bedeutet, in so einem Parfüm ist alles drin. Also nicht nur was Blumiges, sondern eben auch so Düfte wie weißer Honig, wie Amber. Da trifft sich alles Mögliche. Da kann auch was Salziges bei mir drin sein. Ich mag das auch total gerne. Und ja, wer sich ein Parfum holen möchte und weiß, ja, ich möchte da jetzt nicht so viel Geld ausgeben, und der vielleicht schon eine größere, ja, Kollektion hat, für den ist vielleicht so der Duftzwilling nicht schlecht, weil ich hatte das früher auch, ich hatte sehr viele Düfte und bei mir ist der ein oder andere Duft halt auch mal kaputt gegangen oder nicht in dem Sinn kaputt, sondern bei so teuren Düften gehen meist so die Basisnote oder die Kopfnote irgendwie kaputt. Also da merkt man dann irgendeinen Duftstoff, der in dem Parfum drin ist, der hat dann einfach nachgelassen und man riecht es halt nicht mehr so, wie man es vorher gerochen hat. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt gut beschreiben konnte, aber das hatte ich ganz oft bei diversen Parfums, die ich hatte. Jetzt habe ich nur noch drei. Vier? Ich habe vier Düfte, ich darf nicht lügen. Zwei davon sind Larif-Düfte. Und ja, habt ihr selber Parfums, die vegan sind, die tierversuchsfrei sind? Das ist mir ganz wichtig. Schreibt mir die mal unten in die Kommentare, weil da in dem Dschungel so ein bisschen klarzukommen, ist gar nicht mal so einfach. Ich habe das ein oder andere gefunden, werde auch mit der Zeit das ein oder andere vorstellen, aber natürlich immer unter der Prämisse, dass ich das erstmal aufbrauche. In diesem Sinne melde ich mich ab, sage danke fürs Einschalten, gib mir doch einen Daumen nach oben, falls dir meine Review gefallen hat. Ihr wisst, mein Abo ist kostenlos und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, tschüss!